Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11. Und ich musste gerade meine PlayStation 4 umstellen, denn die war mir zu nah am Mikro und die ist extrem laut. Ich höre das Spiel dann gar nicht, wenn ich die neben mir stehen habe. Das ist ja unfassbar, wie krass laut die wird bei diesem Spiel. Ja gut, es ist halt auch ein grafisch anspruchsvolles Spiel, ne? In Anführungsstrichen. Und ja, wir sind im letzten Part ja hier in Kiesling angekommen. Gut, dass es da oben steht. Ich bin nicht so gut im Merken. Und ja, da wollten wir uns mal umgucken, wie es hier jetzt aussieht, was hier gemacht werden muss. Und ja, da reden wir mit dem kleinen Jungen, mit dem Jungen hier, der uns gleich willkommen heißt. Willkommen zurück, ja, und das auch zu euch. So. Die Zeremonie ist alles vorbei. Glückwunsch, aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du vor lauter Aufregung vergessen hast, wo du wohnst, oder? Folge auf den Wegplatten, dann bist du schon bald zu Hause. Aber du musst ja ganz schön erschöpft sein, dass du das vergessen hast. Leg am besten erstmal deine Füße hoch, bevor du ankommst. Ja, machen wir auch gleich, ne? Und du? Du willst mitkommen wahrscheinlich, ne? Ja, da unten geht's aus dem Dorf raus, glaube ich. Oder? Was sagst du dazu? Ey, wo willst du denn hin? Deine Mama wartet auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich ganz flott auf den Weg nach Hause machen. Okay, sehr gut, meine Mutter wartet. Dann gehen wir doch mal. Ich glaube, da kommen wir her. Und ja. Hier ist ein schwarzes Brett. Also nicht schwarz, sondern ist halt ein braunes Brett. Aber, wisst ihr mal, Achtung Eltern. Der Hühne ist kein Ort für Kinder. Bitte schärft ihnen ein, dort nicht zu spielen. Anstatt gleich hier Schilder aufzustellen, dann können die Kinder hier nicht spielen. Aber ja, das ist das Dorf, wo wir wohnen. Kiesling. Sieht doch sehr ansprechend aus, ja. Ich fürchte, meine Gäule haben gerade keine Lust auf einen Austritt. Sie sind damit zu sehr damit beschäftigt, sich mit leckeren, frischen Gras vollzustopfen. Mm. Das erinnert mich an das erinnert mich ein bisschen. Kann ich nicht rüber? Natürlich. Das erinnert mich an Zelda. Da ist immer irgendwas im Weg, ne? Aber wir kommen hier trotzdem drüber. Ja, da hat der Entwickler wahrscheinlich nicht gedacht. Aber gut, wir gucken. Wir wollen uns jetzt eh hier im Dorf umgucken, was die Sache ist und was die Phase ist. Denn, ja, das machen halt zu wenig Leute, ne? Es ist schon beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, findest du nicht auch, dass Yggdrasil, der Weltenbaum, schon seit Anbeginn der Zeit über Erdria wacht. Die Leute erzählen sich, dass der Baum hier genauso alt ist wie Yggdrasil. Keine Ahnung, das war's, aber es ist nicht zu leugnen, dass ihn eine besondere Aura umgibt. Naja, ihn umgibt halt auch eine Friesenwurzel irgendwie, ne? Irgendwie. Die Wurzel, die sich um den Baum windet, strahlt eine eigenartige Energie aus. Vielleicht ist es ja die Wurzel von Yggdrasil. Aber ich glaube, das wäre zu weit hergeholt, oder was meint ihr? Ich glaube schon, ne? Dann gehen wir mal in die Stelle rein. Hm, hier ist nichts. Schade. Aber diesen Part gucken wir uns ein bisschen das Dörfchen an. Zumindest so weit, wie wir können. Und ja, wir haben hier einen Laden. Auch cool. Das ist das Symbol des Ladens. Ich glaube, sollte jeder wissen. Aber erstmal rein. Oh Gott, da, die wartet da schon wie so ein Gollum, Alter, auf einen. Gollum nicht. Ja, wie so ein Oger. Aber schön ausmodelliert. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Das sieht sehr geheimnisvoll aus. Fragen wir sie mal, was hat sie denn zu verkaufen? Na, Miku XC, was führst du und Sandra denn heute in Schilde, hm? Wir kommen gerade von der Versteigung des Hühnens zurück. Ah, da habt ihr also besteckt. Ich rede sie sehr absichtlich und nicht, dass ihr euch wundert. Ihr habt euch sehr gefreut, dass ihr euch gemeinsam dort aufmachen konntet, nicht wahr? Ja, wir haben uns sehr gefreut. Was ist denn hier? Ist das Seiten? Ja, okay. Ja, schönes kleines Liedchen hast du da. Kommen wir hier rein? Man kann ja bei Dragon Quest üblich, sollte man eigentlich überall reinkommen, aber hier nicht. Und Sachen kaputt machen und Schränke durchsuchen und durchwühlen und ihr wisst schon. Den ganzen Kram. Und lässt mich mal durch. Danke. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen kleinen... Oh, wow. Ich bin nicht lange, ich störe auch nicht lange. Ich gucke nur hier Sachen gerne durch. Und war ich das? Habe ich die Kürbis kaputt gemacht? Tut mir voll leid. Nein, eigentlich weniger. Alter, ich zerstöre hier alles. Also sonst alles okay, oder? Alles fit? Kleiner Vogel hat mir gezwitschert, dass du und deine Freundin Sandra hoch auf die Gipfel von Hühn und dann wieder runtergekommen seid. Der Typ hat wahrscheinlich Twitter. Du bist kein kleiner Knips mehr, Miku. Du bist ausgewachsener Mannsbild. Ich gebe dir also Rat so von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann. Was auch immer du tust, genieße es. Keiner weiß, wie lange er hat, also macht das meiste aus deinem Leben. Das ist gute Weisheit. Das ist eine sehr gute Weisheit. Gut, wir nehmen hier gerade alles auseinander. Macht aber auch nichts. Und können auch hüpfen. Ja, das habe ich auch im letzten Part, glaube ich, schon herausgefunden, dass wir hüpfen können, aber...
bislang 2 Goldmünzen. Brauchten wir das Hüpfen noch nicht so wirklich. Aber gut, wir gehen mal weiter den Steinweg. Jetzt brauchen wir das Hüpfen doch. Huch, 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 huch. Und da ist eine Kirche. Ja. Dort wird, wie auch bei Dragon Quest üblich, gespeichert. Sich geheilt, eventuell von Giften und Flüchen und... Ja. Sei gegrüßt, mein Kind. Stimmt mich freudig zu sehen, dass die junge Schäfer meiner Herde sich die Zeit zum Beten nehmen. Nun wollen wir beginnen. Treue Anhänger des Glaubens, wie kann diese Kirche euch behilflich sein? Ja, Beichte, Weissagungen, erfahre, wie viele Gruppen, wie viel Erfahrungen brauchen, um zu leveln und so weiter. Das ist mir völlig egal. Ich level einfach und dann, ja. Ist sowieso erst im High-End-Bereich notwendig. Wiederauferstehung ist, glaube ich, selber klar. Läuterung, eigentlich sollte es auch klar sein, was das ist. Vergiftete Gruppenmitglieder, Siegen, heb Flüche auf und so weiter. Wir wollen jetzt gerade nichts von ihm. Also wir wollen diese Bücherregale durchsuchen. Können wir nicht, schade. In Dragon Quest üblich gab es halt auch immer so geile Bücher zu lesen. So Abenteuer eines Schleimes und sowas halt. Ist ja cool, mal so ein nettes Detail. Gut, was haben wir hier? Einen Seiteneingang? Ne, gar nichts. Schade. Warum ist da deine Tür? Was sagt uns der dicke Klops denn? Ich grüße dich, junger Miku. Weißt du, was gut für dich ist? Gebete. Du sollst bei jeder, der sich bietet, eine Gelegenheit runter zur Kirche gehen. Es lohnt sich. Jedes Mal, wenn ich bete, fühlt es sich an, als würden alle meine Sorgen von mir abfallen. Beten macht einen neuen Mann aus dir. Glaub mir. Ja, aber man muss sich ja nicht gleich wie so eine Sekte fühlen, ne? So, dahinter ist... Kann ich dahinter? Nein? Okay. Gut, wir sollten... Ja, ist okay. Ich gehe schon weiter. Ist das unser Haus? Sieht zwar nicht so aus, weil es irgendwie zu... Wir haben eine Karte. Moment. Da rechts. Gut, dann gucken wir trotzdem nochmal hier. Na? Sieh an. Wenn das nicht Kieslings frisch gebackene, mündige Bürger sind, such dir nach dem Bürgermeister. Er ist momentan nicht zu Hause. Bei sich zu Hause, Entschuldigung. Hör zu, Sandra. Wahrscheinlich sollte ich dir gar nicht sagen, aber er war gerade zu Krankenvorsorge um dich. Aber ich wundere, schließlich ist er der Großvater. Ja. Gut. Eine Nachricht des Bürgermeisters. Wilde Monster treiben von Dorf umwesen. Wenn ihr hinaus in der Wildnis müsst, so achtet darauf, dass ihr gut vorbereitet seid. Ja, immer. Immer. Gut, also Kürbisse, machen wir erstmal Mousse. Gut. Ein bisschen für Chaos sorgen. Hallo Bürgermeister. Was geht? Ups, verkehrte Taste. Nun, da du und Sandra den Hühnen erklommen habt, freut es mich, sagen zu können, dass ihr vollwertige Kieslinger seid. Jetzt könnt ihr euch niederlassen, gemeinsam euer Glück genießen. Großpapa, also wirklich. Ja, Mann, also wirklich. Sag doch sowas nicht, das ist peinlich. Ich würde gerne die Schränke und so durchsuchen, aber irgendwie wollen die es hier gerade nicht. Ich kann ja auch nichts öffnen. Aber das ist eine Leiter nach oben. Moment, das ist eine Truhe, ne? Oh, die holen wir gleich. Hinter dem Tor, hinterm Haus. Gehen wir gleich gucken, aber erstmal wollen wir nach oben. Erstmal nach oben. Ist wichtig für mich. Ich lasse mir jetzt bei diesem Spiel auch Zeit, also... Ne, wenn ihr keine Zeit habt und unbedingt schnell Fortschritt sehen möchtet, dann hättet ihr ja schon längst woanders gucken können, ne? Aber hier wird das Spiel genossen bei mir. Tut mir leid. Ich werde nicht durchrushen, ich werde aber auch... Oh, cool. Hier steht ein Notizbuch auf der Vorderseite. Thorstens witzige Wortspiele geschrieben steht. Wie guckst du, nimmst aus dem Regal und blättert drin. Unglaublich, die Wortspiele kommen ja nur so zugeflogen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das hier zum Beispiel. Wir könnten teure Führungen durch Kiesling anbieten, die man sich aber nur leisten kann, wenn man steinreich ist. Und das war eine lange Alles. Hört einfach nicht auf, wie so eine göttliche Inspiration. Und noch einer. Eine Mutter wollte ihren Sohn dazu bringen, dass er Steinpilz ist. Seine Antwort: Das wirst du bei mir aber auf Granit beißen. Oh Gott. Es ist, als hätte Gott der Heiterkeit mir seinen Segen zuteil werden lassen. Das muss sofort Sandra erzählen. Ja, Moment mal. Machen wir mal. Hey, Sandra! Es ist lieb, dass alle auf uns gewartet haben, wobei ich eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Komm schon, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Lass deine Mutter nicht warten. Ach, Mann, ich wollte ja schöne Wortwitze erzählen, Wortspiele und so weiter. Naja, gut. Hinterm Haus war eine Truhe. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Auch ihr, liebe Leute, nicht. Vergesst diese Truhe nicht. Die ist gefüllt mit dem Wichtigsten, was es im Spiel gibt. Einen Zypressenstock. Geil. Ist ja nicht so, dass wir ein Schwert auf unserem Rücken haben, ne? Können wir da aufs Dach rauf? Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Es sieht da gut danach aus, ja. Wir können aufs Dach und da liegt sogar was. Ein Heilkraut.
Gut, dann auf nach Hause, beziehungsweise hier dahin. Hier ins, in die Busch. Schöne, gute Stube. Hallo, was ist denn hier los? Nicht viel, oder? Oh, hier wird gekocht, aber erstmal klauen wir hier ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Erstmal hier Geld klauen. Was kostet da so Schönes? Würstchen. Mich wundert ja, dass die Pfanne da ganz da oben heiß bleibt. Nicht so, wenn ich aus dem Ofen raus. Und? Du bist mein Held, Miku. Du hast meinen kleinen Jungen gerettet. Ich bin so froh, dass du und Sandra wohlbehalten zurückgekommen seid. Oh, Junge. Die hat da die Würstchen. Ich zeig dir mal. Nein. Nein, das ist ein tolles Spiel. Man sollte nicht so eine Witze drüber machen. Auch ihr nicht. Ich meine das ernst. So, raus nach Hause. Wie weit ist es denn noch? Da rechts ist unser Haus. Aber wollen wir erst mal gucken. Wir haben das Spiel gerade angefangen. Das Projekt auch. Wuff, wuff. Ich möchte gerne erstmal hier gucken. Danke, Hund. Wir sitzen da gerade. Der sitzt da gerade und frisst, Alter. Oder er freut sich richtig hart auf sein. Was ist das? Hähnchen? Wenn man es eilig hat, irgendwo hinzukommen, braucht man ein Pferd. Sie sind einiges schneller als wir Menschen. Aber das weiß natürlich schon längst nicht wahr. Du bist ja schließlich einer der besten Reiter im Dorf. Ja, Reiten ist ein sehr erfüllender männlicher Zeitvertreib. Sehr erwachsen. Was haben diese Leute hier für Probleme? Oh Mann. Ansonsten ist ja nicht viel. Hier so eine Tür, die zum Ausgang führt, die ein Ausgang ist. Gut, dann hier rüber. Ja, nach Hause, wir gehen gleich schon. Einmal nur zum Gucken hier. Das Monster ausgerechnet auf dem Hünen auftauchen. Und die Leute erzählen sich das noch mehr von diesen Scheißern außerhalb des Dorfes, die Unwesen treiben. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Echt? So schlimm? Ach, ich erinnere mich, wie ich vor vielen, vielen Jahren auf den Hügel geklettert bin. Damals war ich jung und ledig und frei. Was für großartige Zeiten das doch waren. Und jetzt bist du alt, verheiratet und gefesselt. Oh, so schnell geht's, ne? Gut, hier ist nichts mehr. Wir gehen raus. Gucken nochmal auf die Seite der Stadt. Nochmal hier hinten. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Dummes rum. Irgendwelche kleinen Sachen, die man gerne übersehen kann, bevor... Ne? Ja. Ja. Gut, da haben wir oben noch zu Hause noch so ein kleines Hütchen. Da rechts sieht ihr schon auf Karte. Hier. Bevor es in die gute Stube, in die große gute Stube reingeht. Gucken wir erstmal hier schnell. Aber hier ist anscheinend nichts außer ein Lager und kaputte Kürbisse. Ja. Nur kaputte Kürbisse und kaputte Sachen. Hinterm Haus. Wichtig. Hinterm Haus nachgucken. Was haben wir hier? Auch nur kaputte Kürbisse. Ja. Ein Baumstumpf, der abgerissen ist. Ein Stein. Und da sind zwei kleine Sachen, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. So, wir gehen rein ins Haus. Da ist mein kleiner Recke, ja. Obwohl so klein, dann ja auch nicht mehr. Ich habe schon alles über dein großes Abenteuer gehört, mein Junge. Schon richtig erwachsen. Ich hoffe, er war dir kein zu großer Klotz am Bein, Sandra, Schätzchen. Hm, aber natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, du wärst stolz auf ihn gewesen. Auf den Hünen wurden wir von einem Monster angegriffen. Ich wurde über den Klippenrand geschleudert und konnte mich gerade noch so mit den Fingerspitzen daran festhalten. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Aber du wirst nie erraten, was als nächstes passiert ist. Das Mal auf seiner Hand hat geleuchtet und ein Blitzstrahl hat das Monster getroffen. Was sagst du da? Dieses kuriose kleine Mal da? Blitze, die dagegensausen? Meine Güte. Und ich hatte gehofft, er würde ein ganz gewöhnlicher junger Mann aus ihm, aber wie es aussieht, lag sein Großvater die ganze Zeit über richtig. Nun gut, ich habe das schon viel zu lange vor mir hergeschoben. Es ist an der Zeit, dass wir beide über etwas sehr Wichtiges reden. Hier, das gehört dir. Oh. Sieht ja schick aus. Dein Großvater bat mich, es dir zu geben, sobald du das Erwachsenenalter erreichst und die Hühner bestiegen hast. Um die Wahrheit zu sagen, trage ich schon viele Jahre ein Geheimnis mit mir herum. Etwas, was ich keiner anderen Seele im Dorf erzählt habe. Es ist so, dass, wie soll ich sagen, nun, er sagte, dass du bist die Reinkarnation des Lichtbringers. What the fuck?
Was? Oh, frag mich nicht, was altes Haus damit sagen sollte. Ich habe mir nicht den blassesten Schimmer. Dein Großvater meinte nur, du hättest eine besondere Bestimmung und eine Aufgabe zu erfüllen. Laut ihm sollst du dich, wenn du das Erwachsenenalter erreicht hast, nach Norden in die Hauptstadt begeben und den König von Heliodor. Gott, was für ein Name. Diese Halskettendingens zeigen. Er schien zu glauben, dass wenn du dies tätest, alles klar werden würde. Klar wie Kloßbrühe, wohl eher. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du herausfinden willst, was das alles zu bedeuten hat, wirst du Kiesling verlassen und dich nach Heliodor aufmachen müssen. Mensch. Nun, ich werde dich kaum darauf abhalten können, in die weite Welt aufzuziehen, aber ein leerer Bauch marschiert nicht gern. Komm, jetzt Zeit fürs Abendessen. Die Reinkarnation des Lichtbringers. Miku XC gibt sich große Mühe einzuschlafen, doch die Gedanken an die jüngsten Ereignisse und seine bevorstehende Reise halten ihn wach. Schließlich. Lädt es. Oh, wir sind da. Ist ja auch, ist das schön. Was ist los? Kannst du nicht schlafen, mein Junge? Nun, wen wundert's nach all der Aufregung heute und vor allem der großen Neuigkeit? Wenn ihr Probleme habt, einzuschlummern, mache ich gerne einen kleinen Spaziergang. Die Nachtluft bewirkt bei mir immer Wunder. Okay, dann gehen wir raus. Also wir sehen uns denn, ne? Ein Spaziergang über Nacht. Schadet ja nie. So, wo müssen wir hin? Was zeigt die Karte? Die Karte sagt einfach zum Anfang des Dorfes. Gut, rennen wir mal und hüpfen und... Naja, gut. Mal hier und dann... Wir müssen ja nicht den Weg folgen. Das ist auch zumindest sehr cool. Sondern gehen einfach ganz gemütlich. Kreuz und quer. Was ist denn... Du kannst auch nicht schlafen, hm? Du erinnerst dich auch an diesen Baum? Mein Kopftuch hat sich damals im Geäst verfangen. Ich stand hier im Tränen aufgelöst, während du wie wild herumrannst und versuchtest, das Tuch herunterzubekommen. Ach ja, manche Dinge ändern sich nie. Weißt du, ich hatte mir immer ausgemalt, dass wir unser ganzes Leben lang hier in Kiesling verbringen würden. Deshalb war ich auch so überrascht von dem, was deine Mutter heute gesagt hat, dass du der Lichtbringer bist, das mit der Reinkarnation. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir mein Opa erzählt hat. Es war einmal vor langer, langer Zeit, dass die Welt von einem grässlichen Monster in Schrecken gehalten wurde. Aber dann erschien der Lichtbringer und rettete sie. Als alles vorüber war, verwandelte der Lichtbringer sich in einen Stern. Und seitdem wacht er von dort oben im Himmel über uns. Das dort ist er, der Stern. Wie kann es sein, dass du auch der Lichtbringer bist? Ich kapiere das einfach nicht. Ich weiß, genau um herausfinden gehst du ja nach Heliodor. Das verstehe ich ja, absolut. Ach, aber wir sollten jetzt wieder nach Hause gehen, sonst macht man sich noch Sorgen, wohin wir verschwunden sind. Leb wohl, alter Freund. Oh, sehr süß. Ihr habt Angst, dass wir auch verschwinden und zum Stern werden oder sowas. Nach einem langen Tag voller Anstrengung fällt Miku X10 einen unruhigen Schlaf. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Oh, neuer Tag. Schön. Was für eine Nacht. Lass die anschauen, du bist so ein fescher junger Mann geworden. Ich wünschte, dein Großvater könnte dich heute sehen. Du wirst ihn doch nicht vergessen, oder? Er war ein guter, aufrichtiger Mann. Jeder im Dorf war stolz auf ihn. Wir alle täten gut daran, ihm nachzueifern. Nun, mein Junge, was immer die Zukunft auch bringen mag, ich weiß, dass du einen Weg finden wirst, es zu meistern. Deine Mutter hat das auch im Gefühl. Ach ja, ich habe ein wenig Geld, das ich für harte Zeit zur Seite gelegt hatte, in deinen Beutel gepackt. Gib mir also auf einmal aus, hörst du? Warum schaust du nicht kurz im Dorfladen vorbei, bevor du nach Heliodor aufbrichst? Ein Abenteuer sollte nicht ohne Vorräte in die Welt hinausziehen. Ein Abenteurer. Entschuldigung, ich war gerade verwirrt. Aber trödel nicht zu lange herum, ja? Das ganze Dorf kommt zusammen, um dich zu verabschieden. Okay. Ja, dann sind wir doch jetzt schon sehr gut ausgerüstet in meinem Hallo. Naja, gut, wir gehen jetzt mal los.
Und guck mal an, was hier Phase ist. Die Leute wollen sich ja von uns verabschieden. Na, alter Mann? Deine Mutter hat mir ja schon erzählt. Sie sagt, du hättest eine richtige, wichtige Reise unternehmen. Und dabei bist du noch ein Jungspund. Nun, bevor du dich auf Weg machst, solltest du unbedingt in den Dorfland aufsuchen. Du weißt natürlich, wo sie befindet. Den Hang hier unter und dann am anderen Flussufer. Sobald du dich für die Reise Arien gedeckt hast, gibst du dich zum nördlichen Ortseingang. Wir werden alle dort sein, um dich zu verabschieden. Okay, nice. Das ist ja nett von dir. Und du? Mission. Ach du liebe Güte, was soll ich nur tun? Was ist los? Aber wenn das nicht der junge Miku ist. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich muss dir nicht über einen Gefallen bitten, weißt du? Neulich habe ich mit einem Jungen gespielt. Wir haben einfach ein bisschen herumgeblödelt. Nun, er hatte da diese Flatterfeder, die er über alles liebt und ich blöd mal wegwehen lassen. Zum Glück hat der Wind die Feder nur auf Dach eures Schuppens gepustet. Ich würde sie ja selber davon runterholen, aber ich leide unter Höhenangst. Du hingegen bist ein mutiger, junger Bursche. Da habe ich mich gefragt, ob du nicht hochkleidern und mir die Feder zurückholen könntest. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun. Ja, komm. Ja, ist gut. Ja, ich hol die. Ja. Auf unser Haus, sagst du. Gut, dann hol ich die mal eben schnell. Irgendwo muss ich ja raufgehen. Da ist doch. Da sieht doch so aus, wenn es da rauf rüber gehen kann. Das ist die Feder? Ja, das sieht doch schon. Aber hier ist sogar noch eine Truhe. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. Hätte ich fast verpasst. Mit 50 Goldmünzen. So. Ich habe deine Feder. Bitteschön. Da bist du ja, Miku. Wie sehr hast du die Feder dabei? Darf ich sie bitte haben? Nö. Was soll das denn jetzt? Da muss ich wirklich nochmal erinnern, was Priester. Bla, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Okay. Ja. Danke, ich wusste, du würdest mich nicht stehen lassen. Ich kann es kaum erwarten, das freudenstrahlende Gesicht meines Jungen zu sehen. Ach ja, ich habe hier auch noch eine kleine Belohnung für dich. Eine Schimmerblume. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch einen Tipp für dich, der dir hoffentlich weiterhilft. Wenn du jemandem mal etwas Gutes tun willst, halte nach lila Sprechblasen in den Köpfen der Leute Ausschau. Hör dir an, was sie zu sagen haben und schau, ob du ihnen irgendwie helfen kannst. Es lohnt sich immer, nett zu anderen zu sein. Ich glaube aber nicht, du müsstest alles stehen und liegen lassen, nur weil jemand deine Hilfe braucht. Du kannst den Leuten auch noch später helfen, wenn du etwas abwechseln brauchst und nicht weiterkommst. Also dann nochmals vielen Dank, Miku. Ich bin dir wirklich was schuldig. Denk mal dran, nett als anderen zu sein, dann wird sich schon alles gut wenden. Ja. Gott, diese langen Texte, Sätze immer, ne? Gut. Auf zum Laden. Yay, Platsch. Eindecken. So, kaufen. Ein Kopftuch, nur 8 von 18 auf 19. Wir gucken gleich mal. Ich habe ja noch einen anderen Kopftuch. Ich kaufe mal ein paar Heilkräuter. So 9 Stück, ja. Jo. Ich. Gegengriffkraut. Zypressenstock haben wir ja eigentlich schon eins gefunden. Das macht natürlich das ist nicht so gut. Davon möchte ich gerne mal 5 Stück haben. Jo. Ich natürlich. Bring Sachen kommen im Beutel. Gut. Nö. Da gucken wir nochmal kurz eben ins Menü. Zur Ausrüstung. Die Kieslingerklinge macht 20 Schaden. Wir haben im Kiesslinger Breitschwert. Natürlich verringert er die Chance auf Block und Abwehr, aber 4 Schaden mehr. Hallo? So, ein Doppelhänder, aber naja. Ein Helm. Aber wir haben das Trodain-Bandana. Trodain war der König aus Dragon Quest 8. Rüst ihn mal aus. Das einfache Gewand ist auch nicht so verkehrt, aber die Trodain-Tracht macht deutlich schon mehr. Und auch wenn das jetzt noch sehr an Dragon Quest 8 erinnert, hoffe ich doch, dass wir bald besseres Equipment bekommen. Gut. Wir sind zwar. Auch wenn ich jetzt von Dragon Quest 8 ein Fan bin, wenn ich das Spiel sehr mag. Trotzdem möchte ich gerne in der Dragon Quest 11 Tracht spielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, du bist dann also für eine Weile weg. Na, alle warten schon am nördlichen Ortsausgang, die ich verabschieden. Solltest du das besser mal dorthin, wir werden nicht vermissen, Kumpel. Am nördlichen, ja, ich hab's schon gelesen. Da rennen wir mal schnell zum nördlichen. Ach ja, dieses Spiel sieht echt nice aus, ne? Was machst du hier?
Schade, dass man die Sicht nicht so wirklich aus in First Person manchmal ändern kann. Gut, hier, ne? Da, ja, alle, ne? Ach, dahinter. Jetzt ist also soweit, mein kleiner Krieger bricht ihn tatsächlich auf. Es kann gut sein, dass du ein Weilchen fort bist. Hoffentlich hast du dich auch vor allen verabschiedet. Also, bist du bereit? Jo, dann ab mit dir. Von allen, glaube ich nicht, ne? Aber die warten ja da alle, denke ich. Na, natürlich nicht Sandra. Ist ja klar. Gerade warst du noch ein kleiner Junge und heute gehst du schon deinen eigenen Weg. Dein Großvater wäre sehr stolz gewesen, dich so zu sehen. Zu was für einen stattlichen jungen Mann du daran gewachsen bist. Ja, kaum zu glauben, dass es schon so viele Jahre her ist. Wacke dich im Bar, ich meine, seit er dich nach Kiesling brachte. Niemand darauf hätte je angenommen, dass du etwas anderes wärst als ein gewöhnlicher Junge. Und jetzt auf einmal all diese Geräte von Lichtbringern? Du weißt selbstverständlich, wer der Lichtbringer war, oder? Der legendäre Held, der die Welt vor schrecklicher Finsternis bewahrte. Und du sollst nun seine Reinkarnation sein? Nicht, dass ich den guten alten Wacke nicht glauben würde, aber bei der Geschichte muss die dann doch erstmal tief Luft holen. Ach ja, wenn du beim König von Heliodor vorstellig wirst, leg ein gutes Wort über unsere Kieslinge ein, ja? Wenn er hört, dass unser Dorf war, in dem der Lichtbringer aufgezogen wurde, springt vielleicht etwas vor uns heraus, wenn du verstehst, was ich meine. Und du bist schrecklich. Wieder mal typisch für dich daran zu denken, was du aus solchen Situationen herausschlagen kannst. Oh, er hat nur einen Witz gemacht, also würde ich so etwas ernst meinen? wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das Schicksal, das dir erwartet, übersteigt möglicherweise die Vorstellungskraft anderer Leute von Lande. Aber statt uns trotzdem dir zu helfen, so gut wir können, hier, nimm diese Landkarte von Etria an dich. Möge sie dir dabei behilflich sein, deinen Weg zu finden. Ich erhalte die Karte von Etria. Nice, danke. Und möge dieser prächtige Schimmel der Stolz Kieslingens dir deine Lasten erleichtern und dich geschwind an dein Ziel tragen. Du kannst Heliodor kaum verfehlen. Verlass das Dorf in nördlicher Richtung, dann geh immer der Nase nach. Pass auf dich auf, mein Junge. Ach, du bist so ein Schatz. Ich bin so stolz auf dich. Du weißt, dass du uns dort draußen alle Ehre machen wirst. Ich weiß, dass du, ja. Und komm wohlbehalten zu uns zurück. Auf Wiedersehen, bis bald. Pass auf dich auf. Gute Reise. Bis dann. Haut rein. Tschö mit Ö. Oder was hatte ich? Warte! Ach ja. Hier, nimm das mit. Ich habe es eigentlich für dich gemacht. Sandras Talisman. Oh, nett. Danke. Es wird dich beschützen. Ich habe gehört, dass dort, wohin du reist, viele Monster gibt. Trag ihn also immer bei dir, hörst du? Ich weiß nicht, was dir da draußen erwartet, aber wohin du auch immer gehst, wem auch immer du begegnest, vergiss uns nicht. Versprochen? Pass auf dich auf und denk immer daran, wir warten hier auf dich. Alles klar. Gut, beweg dich. Und somit beginnt eine Reise. Schön. Oh, wie herrlich. Oh Gott, ein Pferd. Wie herrlich. Pferde sind unendlich praktisches Mittel, um große Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Manchmal musst du allerdings auch Gebiete betreten, die nur zu Fuß zugänglich sind. Aber keine Sorge, lauf einfach in einer der vielen Rufglocken, die in ganz Etria zu finden sind. Und dein getreues Ross galoppiert sofort wieder zu dir. Okay. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir die Reise im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 11. Ja. Wer ist zum Beispiel Streiter des Schicksals? Moment, ich hab hier liegen. Moment. Streiter des Schicksals. Ja, ich war sogar richtig. Mann, geil. Bin ich gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.